Jetzt hat Duna alle ihre Sachen an. Das Krönchen mit der Blume auf dem Kopf, der Zauberstab und die Puppe, die sie hat. Wir können jetzt mit Duna noch eine kleinere Weltreise machen. Wunderbar, da seht ihr auch schon, da gibt es 1 bis 8 Punkte. Das heisst, ihr müsst an 8 verschiedene Orte auf dieser Weltreise. Die führt euch von Pandaria in Kalimdor bis Draenor. Gut, also, dann geht's jetzt los. Wenn ihr also dort dahin seid, wo ihr jetzt Duna befreit habt, könnt ihr den Ruhestein nehmen, der nach Dalaran geht. Und hier im Dalaran. Und hier nehmen wir das Portal zum Tal der ewigen Blüte. Wenn wir dann angekommen sind, durchs Portal gegangen sind, nehmen wir dort den Flugmeister und fliegen möglichst noch. Bei mir ist das der Shadowbahn-Rückzug. Bewegt euch wie die Nacht. Dann befinden wir uns da oben. Am oberen Teil müssen wir hier runter fliegen. He? Und zwar zum Tor von der untergehenden Sonne. Beim Tor von der untergehenden Sonne angekommen, dann habt ihr vielleicht auch kein Glück, dass da noch so ein Rare-Mob da ist. Ich muss näher ran. Solche droppen ab und zu Gegenstände. Oder vielleicht für einen Jäger, ein spezielles Mount. Die droppen Gegenstände, die ihr vielleicht auch dann auf ein Transmogifizieren brauchen könnt. Und wie ihr das Mount bekommt, das seht ihr in einem anderen Video von mir, das ich gemacht habe. Jetzt, wenn ihr hier seid, holt ihr hier wieder das Mädchen vorholen und müsst ihm das jetzt zeigen. He? Wartet ab, was sie euch alles zu erzählen hat. Jetzt ist sie umeinander, hä? Hat sie riesen Freude. Und sobald er fertig ist, mit erzählen das Mädchen, können wir weiter zum nächsten Ort. Und als nächstes müssen wir zu der Nachtfestung. Die Nachtfestung befindet sich hier in Suramar. Das ist hier auf der verheerten Insel, wo ihr über das neue Dalaran ankommt. Jetzt gehen wir hier runter. Holen Duna wieder raus und zeigen ihr die Nachtfestung. Steht jemand hier an, wo ich bin, dann läuft sie vor und fängt schon an zu schwätzen. Wow! Das ist ein absolut schönes Haus. Das habe ich nie so gesehen, so etwas. Wisst ihr, wer da wohnt? Bestimmt eine Prinzessin. Spielt ihr mit mir? Ah, nein. Spielt ihr Prinzessin mit mir? Sagt sie. So, und wenn ihr das gezeigt habt und sie fertig ist mit Schwätzen, dann können wir zum nächsten Ort. Und jetzt haben wir wieder zurück nach Dalaran müssen. Von Vorteil könnt ihr hier dann den Ruhestein nehmen, dann geht das ein bisschen schneller. Und hier tun wir wieder Duna riefen und ihr den Landeplatz zeigen. Wow, eine fliegende Stadt! Ist das euer Ernst? Wie macht sie das? Wohnt ihr da? Das heisst, wohnt ihr eigentlich überhaupt irgendwo? Wartet ihr eben ab,
bis sie mit euch alles geschwätzt hat. Und dann können wir ihr den nächsten Ort zeigen. Von Dalaran aus, wo ihr sind, könnt ihr direkt wieder ein Portal nehmen. Vielleicht sind sie auch noch da, wenn ihr ein anderes Mal spielt. Und jetzt gehen wir hier nach Ogrimmar hin. Und das Ogrimmar, so wie auch schon, nehmen wir nachher den Zeppelin, der überführt in die boreanische Tundra von Nordend. Als nächstes geht es über zum Würmgut-Tempel. Der ist auch gerade hier in Nordend, aber in der Drachenöde. Hier müssen wir hin zu dem grossen Turm mit den drei Drachen. Und der Una zeigen wir hier jetzt die Drachen. Sobald sie ihren Text durch hat, wo sie sich über das erfreut, können wir auch schon weiter zum nächsten Ort. Als nächstes sind wir zu Kalimdor zum Hyalufen. An diesem See. Und bei diesem See müssen wir sie jetzt rauslassen. Und warten wieder, was sie uns erzählt. Jetzt fängt sie an zu schwätzen. Wenn sie dann fertig mit Schwätzen ist, können wir wieder weiter zum nächsten Ort. Als nächstes sind wir nach Pandaria. Hier zum Kunlei-Gipfel. Hier hat Duna gern, dass wir die Aussicht anschauen können. Wenn sie dann fertig mit Schwätzen ist, können wir wieder weiter zum nächsten Ort. Unser nächstes Ziel liegt in der östlichen Königreich, in der brennenden Steppe, im Schwarzfels. Hier holen wir Duna wieder raus und laufen um, bis sie etwas erzählt. Jetzt fängt sie an zu schwätzen. Wo sind wir? Warum ist alles voller Rauch? Seht euch das an, wie es leuchtet. Aber es bewegt sich wie Wasser. Ist es ein leuchtender See? Das ist irgendwie seltsam. Und immer warten, bis sie alles erzählt hat. Für einen Moment lieber länger stehen bleiben, als dann etwas verpasst haben. Und dann können wir an den nächsten Ort, wenn sie fertig ist. Und als allerletzten Ort sind wir jetzt wieder auf Draenor gegangen, ins Schattenmondtal. Hier oben, wo der Tempel von Karabor ist, müssen wir zum Pfad des Lichts. Hier rufen wir Duna wieder rufen. Und laufen mit ihr hier mal um und zeigen euch hier den Hof. Jetzt fängt sie an zu schwätzen. Sie sagt, es ist so wunderschön. Mein Volk ist da. Sie leben noch. Es sind nicht alle auf Argos gestorben. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir das gezeigt habt. Ihr habt mir so viele tolle Sachen gezeigt. Ihr seid wirklich die beste Freundin, die man sich vorstellen kann. Ich weiss, irgendwann muss ich wieder zu meiner Mama und zu meinem Papa zurück. Aber jetzt noch nicht. Duna hat mich jetzt gerade umarmt. Der Emote, der jetzt freigeschaltet worden ist, bedeutet, dass wenn ihr jetzt Duna umarmt, also Schrägstrich umarmen, dann tut sie euch zurück umarmen. Das war in dem Fall. Jetzt kann Duna euch auch umarmen. Ich hoffe, es war interessant.
und animiert euch zum Nachmachen. In diesem Fall wünsche ich euch alles Gute und sage bis zum nächsten Video.